So, liebe Freunde, ein Willkommen zu einem neuen Video mit einer besonderen Feinheit, wo einzelne Schnitte zugefügt werden. Und heute, ja, wir werden uns ein bisschen unterhalten. Und bevor ich das machen werde, muss ich dringend auf Toilette. Und nach diesem Schnitt werde ich natürlich einzelne Details mitteilen, wie es aussieht und was erst momentan Fakt ist. Ich würde sagen, diese weitere nach diesem Cut. Bis gleich. Ich werde mich jetzt ins Training begeben und danach werden wir uns unterhalten. Heute habe ich mir den Mix Booster reingegeben. Das bedeutet, ich habe den Pump Booster von Neosubs mir bei 4 ml Wasser eingefügt. Plus den Pre-Workout Booster, dessen Namen ich jetzt nicht weiß aus dem Kopf, aber ihr kennt ihn im letzten Video aus dem Schnitt. Er ist mit grünem Coverbild dargestellt. Ist ein Hardcore-Booster, so ein kleines bisschen dabei gegeben. Ich habe so ein bisschen Pump und so ein bisschen Fokus, so ein kleiner Mix. Und natürlich nicht nachmachen, ist nicht für Anfänger gedacht. Aber ich würde sagen, let's go. Und danach unterhalten wir uns ein bisschen. Schon lange, als ich einen Vlog aufgenommen habe, ist so langsam wieder Zeit, ein bisschen was zu erklären und ein bisschen was zu sagen. Und natürlich, was ich jetzt gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Ich habe einen kleinen Schnitt gemacht für den Speedy. Das Video werdet ihr auf seinem Kanal sehen. Deswegen verlinke ich auch Speedy seinen Kanal in meiner Videobeschreibung unten in der Videobeschreibung zu finden. Deswegen verlinke ich dieses Video auf Bewerbung oben rechts, oben links, jeweils zum Videoschnitt. Denn es geht auch so ein bisschen darum, ja, weil ich ja Videos demonstriere, wo ich Booster demonstriere, heißt also, es ist ein Werbevideo, muss ich demonstrieren, weil wer weiß, was in Zukunft kommt, wegen Artikel 13. Dazu, ja, gucken, wie die Jahre werden und wie YouTube sich verändern wird, ob ich jemals weitermachen werde, weil es wird ja in den nächsten Jahren festgestellt, es ist viel Diskussion darüber, aber darüber möchte ich mich nicht unterhalten. Wir werden uns gleich wiedersehen. Bis gleich, haut rein. So, Freunde, wir kommen zurück zum weiteren Schnitt, die Fortsetzung. Ja, wie sieht es jetzt aus, Freunde? Harte Faktoren. Muss ich jetzt endlich besprechen mit euch. Ich wurde eigentlich schon heute am 30.10., 30. Oktober. Ich wollte heute einiges machen, muss ich auch noch machen. Ich muss eigentlich noch zum Auto, muss ich dann nach Carwash fahren, beziehungsweise wohin fahren, wo ich mein Auto waschen kann. Mit meinem Rucksack voll mit Politur und den ganzen Scheiß. Dann werde ich meine Felgen reinigen, abspritzen mal kurz, weil das Auto ist sau. Ich muss vor allem morgen, kommt das im Winterschlaf, kommt das andere Auto wieder raus, kommt der Polo wieder raus. Und ja, einiges zu tun. Morgen wollte ich eigentlich zum Friseur gerne, bevor ich mein Auto abstelle, dass ich am 1. November relativ frisch bin wieder. Meine Haare abkommen, wieder auf 3 mm an den Seiten mit Übergang. Oben ungefähr 6 bis 8 mm drauf lassen, dass noch ein bisschen zum Stylen da bleibt, natürlich mit Strähnen. Friseur kostet natürlich 40 Euro bei mir. Ich lasse ein bisschen Trinkgeld da für die Friseure, weil die haben ja nichts, die verdienen ja nichts. Ein bisschen gönnen muss man ja auch den Leuten, die nichts verdienen. Und wie sieht es jetzt aus mit dem PC, beziehungsweise mit dem Geld? Bekomme ich das zurück? Nein, ich bekomme es nicht zurück. Die Person hat sich geändert mit der Meinung. Sieht folgendermaßen aus. Normalerweise bezahle ich eine gewisse Summe an Miete und diese Summe wird jeden Monat abgezogen, ohne dass ich was bezahle. Das heißt, diese Person gibt mir das Geld nicht zurück, sondern es geht von der Miete ab. Dann mal minus diese Miete, minus, minus, minus. Bis März macht das eine gewisse Summe. Dann kriege ich vielleicht noch 1200 Euro zurück. Das war's aber auch. Mehr nicht. Dafür kann ich natürlich das sparen, was ich an Miete nicht bezahlen muss. Das sind knapp an die 1000 Euro. Können auch 800, 700 Euro jeweils sein. Kommt immer drauf an, was ich monatlich gönne und was nicht. Ob ich ein bisschen mehr Essen brauche oder nicht. Ja, das sind so die Faktoren. Ich bekomme mein Geld nicht wieder. Ich bekomme maximal 1000 Euro wieder. Das war's. Mit Vermieter abgezogen. Kommt es jetzt aber, die Person kommt erst jetzt mit dieser ganzen Sache um die Ecke. Vorher sagt sie ja, bitte so, ja, du bekommst das Geld zurück, alles gar kein Problem. Und jetzt stellt sich raus, nein, wird abgezogen von der Miete. Bis nächstes Jahr, bis zu diesem Zeitpunkt sind so viele Summen zusammengezogen, bedeutet, ich bekomme nur das zurück. Es ist gerecht, ja. Weil das, was ich nicht an Miete bezahle, wird automatisch abgezogen. Ist gerecht. War vorher gut, dass so und so gesagt. Aber finde ich ein bisschen scheiße. Okay. Das sind Faktoren, Freunde.
heißt für mich jetzt hart auf hart, ich muss wirklich jeden Euro, jeden Hunderter, der reingeht, an die Seite legen. Mache ich natürlich auch. War gestern schon ein Beispiel. Wieder ein Hunderter weg. Wieder ausgeliehen worden. Ja, ich habe kein Geld, ich bin Minus. Wieder ein Hunderter weg. Okay. Ich bekomme Gott sei Dank am 2. November wieder Geld. Kann auch am 4. November sein, ich weiß es noch nicht. Aber ich kann da bald nicht mehr. Klar, ich habe gesagt, ich muss zu jetzt bald wieder flüssig bin und so, ne? Weil ich habe andere Geldsummen im Kopf. Andere Personen, die sind im Minus im Monat, die haben kein Geld auf dem Konto oder null. Und ich habe ein paar tausend Euro auf dem Konto. Aber das ist nun mal, für mich ist das nicht viel Geld. Wenn ich bedenke, was ich vorher an Geld auf dem Konto hatte. Ich hätte mir einen HM-PC kaufen können. Und jetzt bin ich wirklich am Boden. Ich bin wirklich am Kriechen, Freunde. Ich muss zusehen, dass ich mein Geld wieder reinbekomme. Und das läuft nicht schnell. Weil ich will starten nächstes Jahr. Und hier wohnen bleiben möchte ich nicht, weil ich tue mir das nicht mehr an, Freunde. Dieses Kindergartengetue, man kann ja nicht in Ruhe schlafen, unten schreien die rum, wie so sind erwachsene Leute, aber die benehmen sich wie solche. Ich habe andere Gewohnheitszeiten, wo ich schlafen gehe. Ich gehe manchmal morgens schlafen, manchmal abends, relativ selten am Abend. Ich gehe meistens morgens mal schlafen durch meine viele Nachtschichts und habe mich vom Körperlichen her gewöhnt an Nachtschicht meistens. Deswegen gehe ich meistens immer, wenn ich Urlaub habe zum Beispiel, gehe ich immer morgens schlafen, so gegen 6, 7, 8 Uhr und schlafe bis 14 Uhr. Das sind meine Schlafzeiten meistens, wenn ich Urlaub habe. Ich kriege es nicht geschissen, frühzeitig zu schlafen. Wenn ich Urlaub habe oder so, ist das meistens, dass ich spät nach Hause komme und dann willst du schlafen, schaffst du nicht, dann gehst du erst morgens schlafen. Dann hast du einmal diesen Rhythmus in diesem Rhythmus drinne und dann ja schläfst die ganze Zeit so. Dann musst du auf einen Tag plötzlich wieder verändern den Schlafrhythmus, dann geht's 2 Tage, dann hast du wieder andere Schicht, dann verstellst du dich wieder um und dann kommst du wieder in den alten Rhythmus rein. Schichten, 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 Freunde. So sieht's aus. Aber naja, genug gefaselt, ich möchte nicht länger mit befassen. Bis nächstes Jahr werden einige Entscheidungen getroffen und ich muss jetzt mein Auto putzen. Polieren und dann wird er abgestellt morgen. Batterie vorher abbauen und dann geht's los. Mein Polo wieder rausholen. Bin ich gespannt. Ich verabschiede mich, Freunde. Ich hoffe, ihr habt das verstanden teilweise. Nicht das ein oder andere falsch verstanden hat. Aber wenn, dann schreibt natürlich in die Kommentare. Ich werde die Kommentare durchlesen. Nicht sofort, aber ich werde sie durchlesen und beantworten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Haut rein und checkt natürlich auch noch den Speedy ab. Der hat 2 neue Videos, die auf euch zukommen, die ich geschnitten habe, die relativ gut geworden sind. Wo ich ehrlich sagen muss, sind interessante Videos. Zieht's euch rein. Habe ich auch ein Video jetzt auf 1080p gerendert, weil ich konnte es machen. Die Qualität war relativ gut. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.